In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Nachdem wir letztes Wochenende einen sehr aufwendigen Baum gebaut haben, kümmern wir uns heute mal um Standard-Tabletop-Bäume. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und zu einer neuen Folge T-Basics. Ja, letzten Samstag habe ich euch gezeigt, wie man extrem aufwendige Bäume basteln kann. Das dauert halt einfach seine Zeit. Und da wir ja natürlich alle Gamer sind und wir unsere Bäume schnell auf dem Spieltisch brauchen, zeige ich euch heute mal, wie man solche Bäume in unter 10 Minuten bauen kann. Das ist kein Hexenwerk, kostet auch so gut wie, Geld kostet es natürlich schon, aber so ein Baum liegt vielleicht ungefähr, wenn er fertig ist, bei einem Euro. Und das ist natürlich mega cool. Ihr habt natürlich ein bisschen Aufwand, aber wie gesagt, das Ding bauen wir jetzt innerhalb 10 Minuten. Und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Wir brauchen für unseren Baum auf jeden Fall eine Baumarmatur. Das geht relativ schnell mit diesen vorgefertigten Baumarmaturen, die ihr inzwischen auch so kaufen könnt. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Hersteller. Ich habe jetzt hier drei verschiedene von der Firma Woodland. Und wir werden gleich uns um diesen Baum kümmern, weil der einfach schön groß ist. Da können wir auch schön was draus machen. Und für den 28 mm Maßstab auch perfekt ist. Hier gibt es natürlich auch kleinere Varianten, bis ganz klein runter, ich glaube so 2-3 cm. Da könnt ihr dann auch für die ganz kleinen Maßstäbe super tolle Bäume bauen. Und das geht natürlich dann noch viel, viel schneller als so ein großer. Dann gibt es auch Tannenbäume, auch von Woodland Scenic. Und es gibt tatsächlich sogar Bäume aus Zinn. Finde ich persönlich auch nicht schlecht, weil sie einfach noch ein bisschen mehr Struktur mit sich bringen und einfach schon von Haus aus einfach schon ein bisschen mehr wiegen. Wir kümmern uns aber heute um den großen Plastikbaum und die sind wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Hier haben wir noch ein Base dabei, das können wir einfach abdrehen und dann können wir einfach unseren Baum in das Base stecken. Und ihr könnt jetzt theoretisch, wenn ihr jetzt kein extra Base braucht, könnt ihr das natürlich schon so stellen. Das hält natürlich auch, aber ist natürlich gerade leicht, wenn wir das biegen, hat es natürlich ein bisschen mehr Volumen und dann kippt das ganz gerne mal um. Deswegen kann man immer noch mal ein schönes Base dazu nehmen oder auch gerne mal ein 60er MDF Base. Ich habe hier was Größeres, aber was Flaches ist natürlich immer ein bisschen schöner, weil sich das immer mehr im Gelände mit einebnet. Ja, das steht auf jeden Fall dann schon mal sicherer. Das kleben wir dann einfach mit Sekundenkleber auf das Base. Das können wir jetzt kurz trocknen lassen und wir kümmern uns um unseren Baum. Hier haben wir natürlich, weil es natürlich ein Plastikspritzguss ist, hier auch eine Gussnaht. Die müssen wir natürlich vorher noch entfernen. Und wer hier jetzt noch mehr Struktur drauf haben will, kann hier gerne jetzt natürlich auch noch nacharbeiten, wie zum Beispiel wie in dem bereits gezeigten Tutorial, zum Beispiel mit Kaffeepulver oder es gibt auch von Montana ein richtig schönes Strukturspray, das kann man gut verwenden. Aber es bringt ein bisschen Struktur, bringt er von Haus aus natürlich auch schon mit und wir können hier einfach ganz easy die Gussnaht entfernen. So, Gussnaht ist entfernt. Wir haben jetzt natürlich immer noch ein 2D-Modell. Das ist genauso wie bei unserem großen Baum, den ich euch letztes Mal gezeigt habe. Da haben wir natürlich auch erstmal in 2D gearbeitet. Jetzt müssen wir daraus ein 3D-Modell machen. Und das ist ganz schön bei diesen Plastikbäumen. Die kann man ineinander verdrehen. Bis zu einem gewissen Punkt. Also man sollte das jetzt nicht zu dolle übertreiben, weil dann kann sowas natürlich auch brechen. Aber wir können das Ganze erstmal so ein bisschen ineinander verdrehen. So, jetzt hat sich hier schon ein bisschen was getan und jetzt können wir unsere Zweige natürlich auch entsprechend gestalten. Das heißt, wir drehen uns hier auch die Äste nach unten. Ja, und jetzt kommt ihr an den Punkt, wo ihr euch entscheiden müsst, ob ihr damit leben könnt, dass der diese Farbe besitzt und dass der so ein bisschen glänzt. Ich meine, viel wird man von dem Stamm eh nicht mehr sehen. Oder sagt ihr euch, möchte ich doch noch mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen? Dann könnt ihr natürlich jetzt noch zur Montana-Dose greifen und das Ganze ein bisschen farblich gestalten. Das werden wir jetzt auch noch schnell machen, denn das ist locker in unseren 10 Minuten drin. Zur Anwendung kommt wieder ein Braun. Ich nehme hier wieder Palish Brown und ein White. Und als erstes machen wir natürlich das Braun drauf. Da könnt ihr natürlich einen Braunton wählen, den ihr besonders gerne mögt, der vielleicht auch besser passt. Ihr könnt natürlich auch einen weißen Stamm machen, von einer Birke zum Beispiel. Das ist natürlich euch überlassen.
Ja, und wer es jetzt noch übertreiben möchte, der kann natürlich ein Wash auftragen, das Ganze nochmal trockenbürsten. Aber ich sag euch, ihr werdet eh nicht mehr so viel vom Baumstamm sehen. Von daher ist das auch vergebene Liebesmüh. Gerade weil wir sagen, okay, wir bauen einen Baum in 10 Minuten und wir brauchen natürlich viele Bäume. Von daher, so reicht mir das jetzt schon völlig aus. Als nächstes kommt ein Klebstoff zum Einsatz, und zwar ist das Hobbytack. Ja, hier seht ihr schon, da ist auch ein Pinsel mit dabei. Den nutze ich sehr, sehr gerne für solche Baumgestaltungssachen, weil der einfach extrem sticky ist. Das heißt, ich werde den gleich hier aufpinseln und dann werdet ihr sehen, das Zeug, was ich dann da drauf befestige, haftet direkt. Es ist kein Sekundenkleber, ihr habt schon Zeit, den zu verarbeiten, aber es ist halt einfach richtig sticky und das werdet ihr gleich auf jeden Fall sehen. Darauf brauchen wir natürlich ein Füllmaterial, weil wenn wir jetzt hier nur mit Flock arbeiten würden, müssten wir mehrere Schichten auftragen. Das würde ein bisschen dauern und wir brauchen also ein Füllmaterial, um unseren Flock aufzubringen. Ich nehme hier gerne Polyfiber, das ist nichts anderes wie Filterwatte. Ihr könnt natürlich auch ganz normale handelsübliche Filterwatte nutzen, aber ich nutze die einfach sehr, sehr gerne, weil sie einfach schon vorgefärbt ist. Das heißt, wenn ihr handelsübliche Filterwatte nutzt, die ist meistens blau, vielleicht auch noch weiß, aber auch die müsstet ihr dann vorher noch einfärben. Ja, das ist immer so ein bisschen unschön. Natürlich könnt ihr auch blaue Filterwatte hier jetzt auftragen und dann erst das Ganze grundieren. Geht natürlich auch, aber ich nutze das einfach sehr gerne. Ist auch nicht teuer, das Zeug. Und von daher ist es einfach schon vorgefärbt. Ja, da reißen wir uns jetzt ein paar kleine Stückchen zurecht. Und dann werden wir gleich einmal den ganzen Baum bzw. die ganzen Zweige einmal mit Hobbytack einpinseln und dann werden wir dieses Füllmaterial quasi auf die Zweige legen, lassen das kurz ein bisschen antrocknen und dann können wir schon mit unserem Flock arbeiten und wir sind schon fast direkt fertig. So, praktisch auf jeden Fall, dass hier direkt ein Pinsel dabei ist, das heißt, wir brauchen uns keinen anderen Pinsel versauen und jetzt bringen wir einfach von diesem Hobbytack das Ganze auf unsere Zweige auf, und zwar nur auf die Oberfläche quasi, auf die Oberseite. Und der Kleber trocknet auf jeden Fall auch klar aus. So, jetzt werden wir unsere Filterwatte noch so ein bisschen auseinanderziehen und bringen das jetzt einfach hier auf unsere Zweige auf. Und ihr seht schon, das haftet halt direkt drauf. Bei Leim wäre das so ein bisschen, ja, Leim ist halt doch immer ein bisschen zu flüssig und es braucht halt doch zu lange zum Trocknen und hat dann nicht die direkte Haftung. Da finde ich dieses Hobbytack schon ziemlich cool, weil es halt einfach direkt haftet. Damit haftet zum Beispiel auch sehr, sehr gut Klampfoil jetzt direkt. Wenn es nicht zu grob ist und nicht zu groß ist, dann funktioniert das auch sehr, sehr gut. Im nächsten Schritt brauchen wir wieder Sprühkleber und wir brauchen zwei verschiedene Turfsorten, Coarse Turf und Fine Turf. Ich habe jetzt hier Light Green und Burnt Grass und da könnt ihr natürlich auch die Farbtöne wählen, die ihr möchtet. Ja, wir besprühen jetzt, der Baum ist immer noch nicht ganz trocken, aber das macht nichts, aber ihr könnt jetzt schon den gesamten Baum mit Sprühkleber behandeln und wir haben jetzt einfach eine schöne Oberfläche, wo einfach auch unser Turf und Flock halten kann. Wir beginnen als erstes mit dem groben Flock. Und achtet darauf auf jeden Fall, dass das nicht zu klümpchenmäßig da drauf kommt. Erneut ein bisschen Sprühkleber über die bereits erste Schicht, damit wir jetzt das Ganze mit einem Feinturf abschließen können und dann sind wir auch schon fertig. Hier gehen wir jetzt direkt aus dem Shaker. Eine letzte Schicht Sprühkleber, um das nochmal zu fixieren. Und fertig ist unser Baum. Zum Abschluss könnt ihr jetzt natürlich noch die Base gestalten, obwohl hier haben wir schon eine Base-Gestaltung jetzt ja, automatisch mitgemacht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier noch das Base ein bisschen in einer entsprechenden Farbe anmalen. Aber ansonsten haben wir einen relativ hübschen Baum, wie ich finde. Und das reicht für uns im Tabletop-Maßstab lange aus, weil natürlich, wir sind keine Dioramenbauer, wir sind keine Modellbahner, sondern wir sind Tabletop-Spieler und genau dafür muss es sein. Die Bäume halten, da rieselt jetzt auch erstmal nichts mehr ab. Natürlich, ihr werdet immer was von dem Kram verlieren. Ihr könnt jetzt hier auch noch, ihr seht hier so ein paar Fäden, die könnt ihr nachträglich entweder mit einem Feuerzeug noch vorsichtig also abflammen oder ihr geht mit einer Nagelschere ran und schneidet diese kleinen Fäden noch weg. Aber ansonsten muss ich sagen, mir gefallen diese Art von Bäume
Und da kann man in relativ kurzer Zeit, ihr habt gesehen, das hat jetzt nicht mal 10 Minuten gedauert, in relativ kurzer Zeit könnt ihr wirklich schöne und große Bäume erstellen. Und das auch zu einem wirklich sehr geringen Preis. Ja, das ging schnell, oder? Ich bin echt zufrieden mit diesen Bäumchen, weil mir gefällt die Machart einfach. Ich finde diese Baumarmaturen von Woodland einfach ziemlich stark. Die machen einfach auch Spaß und die sind relativ schnell. Zack, zack, zack. Ich glaube, da sind in der großen Packung sind, glaube ich, 10, 12 Bäume drin, also in der Größe. Dann gibt es eine 28er Packung, die sind dann so, ja, ungefähr so. Und dann gibt es noch eine 56er Packung, meine ich. Und da sind dann halt die ganz kleinen Sachen drin für zum Beispiel 6 mm. Oder auch 15 mm funktionieren die auch. Und aber da diese Bäume extrem schnell gedreht sind, ja, da setzt man sich kurz hin, halbe Stunde, zack, 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 sind die Dinger durchgedreht, alle auf ein schönes Base gepackt und geklebt. Und ja, dann fängt man an mit dem Polyfiber oder halt auch Filterwatte, je nachdem, was ihr gerade da habt. Dann grundiert ihr das Ganze nochmal ein bisschen, nebelt das ein bisschen weiß. Und wer dann noch Lust hat, kann natürlich auch noch ein bisschen ausrasten und sagen, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch einen Wash und bürste das Ding noch trocken. Aber ihr seht schon, hier sieht man gar nicht mehr so viel vom Stamm. Und dann benutzt ihr einfach den Hobby-Tack. Das geht sehr, sehr gut. Ihr könnt natürlich auch Sekundenkleber verwenden. Allerdings, ihr müsst halt das Zeug auch festdrücken. Dann klebt es an den Fingern. Ihr habt das eben auch schon gesehen. Bei mir, selbst das Hobby-Tack ist sehr, sehr sticky und das klebt einfach an den Fingern. Mit Sekundenkleber, weiß nicht, da hat man glaube ich nicht so den Spaß dran. Hobby-Tack funktioniert mega gut. Falls ihr andere Möglichkeiten habt, nutzt einfach das. Weißleim würde ich nicht unbedingt nehmen. Was können wir noch? Heißkleber würde man tatsächlich wahrscheinlich sehen. Von daher, Hobby-Tack ist eine gute Sache. Könnt ihr euch mal so ein Pöttchen besorgen, könnt ihr für viele Sachen verwenden, weil es einfach ein extrem cooler Klebstoff ist. Dann bringt ihr das Polyfiber auf und dann ja, Sprühkleber, bisschen Turf rüber, das was ihr halt gerade da habt. Ich verwende ganz gerne Coarse Turf für Bäume und dann streue das Ganze nochmal mit einem Feinturf ab und zack, haben wir fertig. Und ihr könnt natürlich da extrem viele Variationen reinbringen, weil es natürlich gerade bei den Turf- und Coarse-Turf-Sorten natürlich auch unheimlich viele Farben gibt. Und da könnt ihr von bis, ne, alles machen. Es gibt selbst rotes, Herbstrot, Herbstgelb, Herbstorange. Da gibt es viele verschiedene Farbtöne und natürlich die ganzen verschiedenen Grüntöne, Olivtöne. Und deswegen könnt ihr da relativ schnell und einfach auch einfach Farbvariationen mit ins Spiel bringen. Ja, das war es jetzt zu diesem schnellen Baumtutorial, aber es geht weiter in unserer TB-Baumschule. Und zwar werden wir in den kommenden Wochen noch mehr euch zeigen. Und zwar zum Beispiel geht es auch nochmal um das Thema Plastikpflanzen. Auch ein großes Thema, nehme ich sehr, sehr gerne. Gerade die Plastikpalmen sind natürlich auch, die aus China kommen, sind super günstig. Wir können da ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit erzielen, wenn wir die einfach noch ein bisschen bearbeiten. Also, TB-Baumschule, nein, T-Baumschule. Geht auf jeden Fall weiter in den nächsten Wochen. Und ja, falls ihr bestimmte Wünsche habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und allgemein, wie euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch interessieren. Haut es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann am kommenden Samstag. Leider nicht. Ansonsten sehen wir uns am kommenden Wochenende. Und zwar nicht nur Samstag, sondern auch Sonntag. Wir werden dieses Wochenende keine Sendung für euch haben. Aber wir sind Samstag und Sonntag definitiv live auf YouTube zu erreichen. Denn wir sind auf der Mac 2020, einer digitalen Online-Messe. Alle weiteren Infos packe ich euch mal in die Videobeschreibung, könnt ihr euch schon mal angucken. Dort sind wir mit einem digitalen Stand vertreten, sehr, sehr cool aufgemacht. Ihr könnt euch einen kleinen Avatar erstellen und lauft dann als digitale Avatar über die Messe und könnt dann verschiedene Stände besuchen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Wir sind sehr, sehr gespannt, freuen uns auf euch und eventuell sind wir Freitagabend vielleicht auch schon nochmal online. Das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall sind wir Samstag und Sonntag fast den ganzen Tag online. Und ja, wir haben richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt auch richtig Bock. Ansonsten war es das jetzt. Wenn ihr Bock habt, baut das Ganze doch gerne mal nach und postet das Ganze bei uns auf dem Discord-Server. So, das war's für heute. Ich bin raus und tschüss, ne?